Ah ja, da hinten ist das Schiff, ne? Das sie auseinandergenommen haben. So, dann wollen wir mal. Nope. Da. Angriff Marinerüstung, linker Arm und rechter Arm. Trägst so viel und kannst nicht mehr rennen. Okay, was ist das jetzt? Nick Valentine geht nach... Oh, Nick Valentine geht nach Longfellows Hütte. Na gut. Das heißt aber, ich kann 420 tragen. Das kommt mir gerade recht. 22, 22, Angriff. Das ist einfach nur eine Marinerüstung, gell? Ohne Extras, ohne irgendwelche großen, tollen Dinger. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich die sammle. Das wäre einfach nur eine Möglichkeit gewesen, an die Marinerüstung zu kommen, ohne sie zu kaufen. Aber die ist nicht so gut wie legendäre Rüstung. Gut, jetzt ist Nick Valentine bei Longfellows Hütte. Das kommt mir jetzt nicht so gelegen, muss ich ehrlich sagen. Mir wäre es lieber, wenn er zum Sägewerk gehen würde. Wenn ich entscheiden könnte, wo er hingeht. Das wäre super. Niemand da? Nein, niemand da. Zeit zum Sterben. Aber hey, so kann ich mehr tragen und halt mehr aus. Eine Hundepfeife wäre genial. Immer wenn ich Nick Valentine, also wenn ich keinen Companion dabei habe, eine Hundepfeife pfeifen und dann kommt Dogmeat angerannt. Das wäre genial. Yo. Gewebeprobe, was soll ich denn damit? Die sammle ich, die muss man doch fürs Institut sammeln, oder nicht? Ist doch totaler Quatsch, die jetzt noch zu sammeln. Das war wohl seine beste Arnold Schwarzenegger-Impression, hä? Ja! Get to the chopper! Now! Ja! Okay. Ich bin selber nicht besonders gut darin. Aber gut. Man weiß, was ich meine. Wir gehen da jetzt rein. Und dann ist gut. Das bringt wirklich nicht, diese komischen. Außer für die. Es sei denn, es ist ein Helm dabei oder irgendwie so eine spezielle. Taucherrüstung, also dieser Unteranzug. Ich trinke immer was während der Ladezeiten. Das könnt ihr mir noch nicht antun. Du dich nicht können, ich dir das Hirn zermatschen. Oh, ich versteck mich doch gar nicht. Wunderschön. Und der nächste. Er ist über mir. Nichts gewesen. Nichts gewesen. Ich was hören. Lecker Supermutantensuppe. Hallo, darf ich sein? Nö. Wohl nichts gewesen. Hey, ich hab doch gerade eben Wim aufgehoben, das kann ich doch trinken. Was da Ohren mir wieder spielen, streich. Das Geräusch da, was das sein?
Ein Radio, das ich nicht aktivieren kann. Super. Entschuldigung. Keine Ahnung, was der Code war. 1337. 0457 oder 0459 oder irgendwie sowas. Kann ich wieder zumachen? Nein. Okay. Vaultbed. 10mm Pistole. Mütliches Kissen. Erschossen im Schlaf. Kissen als Schalldämpfer benutzt? Vielleicht? Dieses alte Klischee? Das ist irgendwie ein komplett anderes Feeling ohne Nick, muss ich ehrlich sagen. Also ohne Begleiter. Da bin ich viel mehr auf der Hut. Und irgendwie fühle ich mich freier. Sehr seltsam. Das wär's. Alles unbeschädigt. Unbenutzt. Unbenutzt. Ah. Eine Frau und ein Mann haben sich wahrscheinlich gegenseitig an Franny. Franny, ich bin's. Ich bin im Grand, in unserer alten Suite. 485130. Das ist der Code für den Schutzraum, den sie gebaut haben, falls die Bomben fallen. Franny, du musst schnell kommen. Ich weiß nicht, wann sie mich holen. Also habe ich das Boot vorbereitet, falls wir schnell verschwinden müssen. Aber ich will kein Teil davon sein. Vom Atomkrieg. Ich werde es nicht tun und ich werde auch niemanden auf meinem U-Boot erlauben, die Welt in die Luft zu jagen. Bitte, Franny, ich brauche dich hier. Wenn das Ende ist, will ich dich bei mir haben. Aber warum sind sie dann gestorben? Ah, ein Terminal. Das bietet eventuell Antworten. Harbor Grand Terminal. Gesichertes Hotel Terminal. Danke für Ihren Besuch. Verbindung verloren. Sie verwenden Hilfsenergie. Für Ihr Zimmer fällt eine Zusatzgebühr an. Behalten Sie den Überblick. Vergessen Sie nicht Ihr Sicherheitsholoband, wenn Sie uns verlassen. An Rezeption wenden. Danke für Ihren Besuch. Ja, Wartezeit zum nächsten Mitarbeiter. Fehler. Das geht nicht. Rechnung ansehen. Ihr Aufenthalt, Gastverbindung verloren. Fehler, Int auf Max überschritten. Wer ist? Tagessatz 118. Ach du Scheiße. 118.764 US-Dollar und 32 Cent pro Tag, inklusive Steuern und Gebühren. Wer ist? Tagesbetrag, Fehler. Maximaler Betrag überschritten. Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Ah! Ah! Schrei so viel du willst, Arnie. Alle wurden evakuiert. Hier sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Ah, verrotte in der Hölle! Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Gut. Was soll's?
Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination ist 44, 6, 75, 12. Und? War das so schwierig? Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Tut mir leid, Franny. Du sitzt hier fest. Mit mir. Da haben sich ja zwei gefunden. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Oh, toll, ich habe einen Bug. Einen kleinen Soundbug. Ich höre immer da kurz das Rauschen vom Holoband. Was mache ich da? Ich nehme irgendein Holoband und spiel's kurz ab. Das geht nicht. Fuck. Das ist ein Passwort. Passwort. Quartierschlüssel des Captains. Protektor und Überbrückungsprogramm. So. Ja, brauche ich nicht. Ist egal. So. Auf einem Boot. Also nicht hier im Hotel. Schade. Hätte ja sein können. Blöde Geräusche. Jemand da? Er ist total Quatsch, hier mit dem Erlöser rumzurennen. Er ist viel zu schwach eigentlich. Obwohl, wenn ich einen Kopf treffe, dann wahrscheinlich nicht. Das müsste funktionieren. Cool. Keine Ahnung, wo ist? Ach, da oben. Dafür du bezahlst! So ein Idiot. Die sind echt blind. Ups. Wo rennt der hin? Bald ich dich finde. Das war ja ein Schuss von mir. Grauenvoll. Huch. Die Insel. Sag mal, gibt's hier sonst nichts? Ich habe gedacht, vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine Insel einmal nach, aber vielleicht bei der Rezeption oder sowas. Oh ja, hier bin ich reingekommen. Hier ist das Restaurant und die Rezeption.
Das ist ja ein blöder Ort für ein Restaurant. Ich meine, immerhin hat es ein Restaurant. Es ist ja auch schon mal was. In Fallout. Da denken sie auch nicht immer dran, dass ein Hotel normalerweise ein Restaurant hat. Aber direkt neben dem Eingang ist ja ein blöder Ort für ein Restaurant. Also da würde ich nicht gerne essen, ganz ehrlich. Was mit dem passiert? Schlechter Service. Ach, mehr gibt's nicht. Es gibt nur... Okay. Es gibt hier nur diesen Gang. Hä? Ach ja, klar. Logisch. Es gibt hier nur diesen Gang und dann... okay. Scheint ein recht linearer Ort zu sein, ne? Ich sehe eine Karte, lokale Karte, auch wenn die totaler Crap ist eigentlich, aber sie ist... also, ist recht linear, ne? Der Insel... Ja. Ist recht linear. Gibt's nicht viel zu sehen in dem Hotel. Wo sollte das? Beim Finch-Pier? Hab ich das richtig gehört? Ist das nicht im Kammwerf? Nein. Wo soll das sein? Search and destroy. The real life should be. Report back to Kasumi. Ja klar, muss ich auch noch machen. Wo soll das sein? Da hinten. Ja, ich muss ja sowieso da hinten hin, ne? Ich muss ja... na gut, da oben ist Onkel Ken, den ich suchen muss. Hier unten sind die Nuklearcodes. Da muss ich Meyerlog-Panzer sammeln. Hier, Ladung der Marinen. Kampfdings da rumster suchen. Nochmal Kampfdings da rumster suchen. Und hier ist... der Old Longfellow. Und die haben bestimmt noch wieder Quests für mich. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Wie schön.
Schade, da geht's nicht rein. Na gut. Dann gehen wir von Richtung Westen. Wie viel kann ich denn noch tragen? Mal gucken. 369 von 24. Es ist schon schön, wenn man keine Begleiter dabei hat, ne? Und den einsamen Wanderer-Perk hat, der lässt einen wirklich extrem viel tragen. So, leuchtender Hain. Ja, da war ja die blöde Mutter. Dass die drei selben Hasen sind wie beim letzten Mal. Immer wenn der Himmel ein bisschen blauer wird, dann freue ich mich. Weil ich immer denke, oh, jetzt ist die Sonne wieder da, der Redstorm verzieht sich, aber nein. Der bleibt natürlich den ganzen Tag. Wo soll er auch hin? Zum Kampf? Frag mich halt nur, wie die das machen. Also die Kinder des Atoms. Wie? Wie? Also entweder es gibt hier ständig Redstorms oder es sind die Kinder des Atoms. Und wenn es die Kinder des Atoms sind, wie machen die das? Liegt das an der Nukleus? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil die ist ja eigentlich in einem in sich geschlossenen Raum. Wo gehe ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich gehe zur Sägemühle. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, jetzt erstmal den Longfellow zu holen. Wenn ich sowieso die ganzen Gebiete mit ihm erforschen will, weil er eventuell was zu sagen hat, dann macht das durchaus Sinn, ihn jetzt zu holen und ich erst später. Nein, kein Geräusch. Scheiß Drecksviecher. Hey, kein Redstone mehr. Dafür Nebel. Auch nicht viel besser. Aber besser. Ich glaube, ich muss mal ein Ding bauen, ha? Ein Feuerwerkskörper. Für klares Wetter. Vielleicht gibt es das auf den Auffahrer aber auch gar nicht. Klares Wetter. Ah, die kommen wirklich von Bäumen. Das ist interessant. Bauch, 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 Bauch. Muss sich schon was Besseres einfallen lassen. Aber cool, dass sie von Bäumen kommen. Kündigen sich nur zu schnell an. Also zu früh. Du bist müde, fehlender Schlaf. Ich weiß, ich bin schon seit 2 Tagen oder so auf dem Bein. Die ganze Zeit schneiden. Aufnehmen. Shipbreaker. Tune to Shipbreakers Radio Frequency. Was? Was? Was?
Wer ist? Ich hole erstmal Longfellow. Wer ist? Jetzt komme ich hier wieder näher. Das klingt irgendwie alienmäßig. Ah, Nebelkondensator. Oh Mann, ich komme hier nicht hoch. Kondensatoren. Ich weiß nicht, ob du schon von dem Nebelkriecher gehört hast, auf den der alte Longfellow Jagd macht. Er wurde wohl in der Nähe gesehen. Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren, sie zu fangen, bisher aber ohne Erfolg. Woher weiß man, dass das Ding in der Nähe ist? Irgendwann ist dem alten Longfellow aufgefallen, dass die Radios verrückt spielen, wenn das Monster in der Nähe ist. Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren... Hast du gerade eben schon gesagt. Ich habe noch nie von Schiffsbrecher gehört. Hast du noch nicht davon gehört? Vom größten und hinterlistigsten Nebelkriecher der Insel, der auch noch sehr schlau ist? Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Ja, das hast du eben schon gesagt. Woher weiß man, dass das Ding in der Nähe ist? Irgendwann ist dem... Er nennt die Bestie... Sag mir einfach, wie ich Schiffsbrecher finde, dann kümmere ich mich drum. Tja, so einfach ist das nicht. Der alte Longfellow verfolgt diese Bestie seit Jahren und hat sie nicht erwischt. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Zumindest hat er herausgefunden, wie man bemerkt, dass die Bestie in der Nähe ist. Wenn du das Radio deines Pip-Boys auf die richtige Frequenz einstellst, hörst du ein seltsames Kreischen, wenn sie in der Nähe ist. Longfellow sagt, dass das mit der Radioaktivität zu tun hat, die sie nach vielen Jahren im Nebel ausstrahlt. Du solltest direkt mit dem alten Longfellow sprechen, wenn du das Monster ernsthaft aufspüren willst. Na dann machen wir das. Hallo? Bist du einer von diesen Vault-Leuten? Mit diesen lustigen Anzügen? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich das. Signal verloren. Uns geht der Whisky aus. Wir sollten uns bald neuen besorgen. Wenn du sonst keine Probleme hast. Ah, Werkstatt. Moment. Hey. Siedler. Ich brauche euch. Und die brauchen mich.
bis auf die Knochen durchgefroren. Zu oft draußen im Nebel geschlafen. Du fühlst dich krank. Toll. Also, Hilfsmittel. Antibiotika. Geröstetes Meierlockfleisch. Gut genährt, gut. Wie sieht's denn mit dem Gewicht aus? 281. Ey, du. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bad schon hatte oder nicht. Hallo. Geht's los? Ich habe gehört, dass ihr seit Jahren versucht, einen alten Nebelkriecher aufzuspüren. Ganz genau. Ich nenne sie Schiffsbrecher. Gerissenes Biest. Alle Harbor-Bewohner halten für mich nach ihr Ausschau. Ich schätze, sie haben dir gesagt, wie du sie mit dem Radio in deiner Nähe orten kannst. Ich denke, mit deinem ausgefallenen Radio am Handgelenk müsste es funktionieren. Ich habe nicht ganz verstanden, wie man diesen Nebelkriecher mit einem Funkgerät orten kann. Nun, ich kam drauf, als mir auffiel, dass Radios nicht richtig funktionieren, wenn ich Sichtungen nachging. Mir wurde klar, dass das kein Zufall war. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas empfingen die Radios. Vielleicht gibt sie nach all den Jahren im Nebel ein Signal ab, das Radiowellen stört. Eigentlich ist mir der Grund auch egal. Wichtig ist nur, dass es funktioniert. Guten Schuss, Captain! Fallensteller. Wie viel Schuss habe ich noch übrig? Oh, Scheiße! So. Wo ist Longfellow hin? Ah, Will. Wo ist er jetzt schon wieder? Oben, oder? Das wäre ein guter Werkbankbereich, ganz ehrlich. Die sind so viele. Ja, doch, eigentlich. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Glaube ich eigentlich ein Wasserding hingestellt. Ach, ich habe gar kein. Ich habe gar kein. Ja, genau. Und wo war. Ach, da. So, Hilfsmittel. Oh, 72 Purified Water. Geil. Wieso denn so viel? Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mit. War es schon drin? Das kann sein. So. Warte mal. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich packe die jetzt mal hier rein. Normalerweise würde ich sie in die Hütte von Longfellow packen, aber da muss ich mir merken, dass ich die hier gepackt habe. So, wo ist jetzt schon wieder Longfellow hin? Ich muss doch noch wegen dem Nebelkriecher reden. Wo ist er jetzt schon wieder? Sag mal, das kann doch nicht sein. Wo ist er hin?
oben schon wieder. Doch, da. Hey. Geht's los? Ich muss mit dir über Schiffsbrecher sprechen. Was ist denn? Ist die Bestie wieder aufgetaucht? So. Ich hab nicht ganz verstanden. Nun, mir wurde klar, dass das kein... Vielleicht gibt sie nach all den Jahren... Eigentlich ist mir der Grund auch egal. Wichtig ist nur, dass es funktioniert. Okay, das war der Film, das war der Dialog. Geht's los? Toll. Hat sich ja gelohnt. Ich muss mit dir über Schiff... Was ist denn? Wie hat sie denn den Namen Schiffsbrecher bekommen? Naja, das war vor ein paar Jahren. Ich hatte davon gehört, dass ein Nebelkriecher Boote angreift. Manchmal konnten die Leute entkommen. Meistens nicht. Dann blieb nur das Boot übrig, übersät mit Biss- und Kratzspuren. Allen war klar, was da passiert war. Wir waren sicher, es musste immer dieselbe Bestie gewesen sein. Und die Leute begannen, sie Schiffsbrecher zu nennen. Entschuldigung? Geht's los? Ich muss mit dir über Schiffs... Was ist denn? Die Bestie wurde gesehen. Ich wollte sie gerade suchen gehen. Ich würde dir gern helfen, sie zu finden. Sie hat über die Jahre viel zu viele meiner Freunde erwischt. Warum ist es dir so wichtig, diesen Nebelkriecher aufzuspüren? Das ist keine normale Bestie. Sie ist böse und tötet ohne Grund. Ich weiß nicht, ob es der Nebel ist oder sonst was Seltsames in ihrem Wesen, aber so eine Bestie habe ich zuvor noch nie gesehen. Inzwischen ist es was Persönliches. Das Monster hat viele Leute auf der Insel verletzt. Ich will dabei sein, wenn es erledigt wird. Suchen wir sie zusammen. Ich folge dir. Aufgepasst. Red weiter. Hast du? Aufgepasst. Nein. Okay. Gut, dann wollen wir Nebelkriecher jagen. Wo sind die? Achso, ich muss ja dem Signal nach. Das ständig in meinem Radio kommt. Da. So. Schiffsbrecher. Ah ja, speichern. Ach du Scheiße, ich nehme schon seit 7 Stunden und 40 Minuten auf. Das ist ja unglaublich.